Ein flauschiges Hallöchen, ihr Süßen, und willkommen zurück zum Indie-Überraschungshit des Jahres 2018, denn vorher gab es das Spiel ja noch gar nicht, also zumindest haben wir vorher davon noch nie was gehört, Overwatch. Und heute spielen wir, Moki und ich, wir können es ja schon richtig, wir sind ja Pros, heute haben wir uns so einen richtigen Noob gesucht, der das Spiel erst frisch für sich entdeckt hat. Sag hallo Flo. Hallo Flo. Ich muss zugeben, ich habe ein bisschen hochgelevelt. Ich habe es im Hintergrund laufen lassen. War eigentlich die ganze Zeit AFK, habe ein bisschen getanzt und so. Deshalb bin ich im Level ein bisschen höher als ihr. Also muss man nicht drauf achten, aber wird man im Spielen gar nicht merken, glaube ich. Ich habe gerade einmal gezeigt, wie beschissen deine Karriere aussieht und so. Okay, gut, dann wissen es die Leute. Genau, denn die wissen schon, was sie zu erwarten haben. Also wir Imber Pros sieht man ja, also hier. Und du halt, naja, wir carryen dich, ne? PvE-Fahrrad, genau. Genau, wir carryen dich. Nichts zu danken. Yep. Das machen wir immer gerne. Ja. Und nicht vergessen, Indie-Hit des Jahres, ganz neu. Gebt PUBG und Fortnite keine Chance. Gebt auch den kleinen Studios ein bisschen Liebe. Battle.net braucht das. Also Blizzard. Ja, die hatten auch auf der Gamescom mit einem der kleinsten Stände in der Indie-Halle. Oh. Es sind halt einfach nicht viele, ne? Also ich meine, es sind halt nicht viele Leute, die da arbeiten und nee. Hast eben nur eine Person, die so einen Stand betreuen kann. Die konnten sich auch die Reisekosten nicht leisten. Ja, eben. Die haben auch irgendwie nur 7 oder 8 Spiele auf dem Markt. Also ich weiß nicht, World of Warcraft, Diablo 3, StarCraft. Ja, das sind alles so Sachen, die keiner. Das sind alles Sachen, die keiner kennt. Ich habe gehört, das sind so ganz schlimme Asset Flips. Weißt du, so zusammengeschmissen und einfach ein Reskin drüber. Im Prinzip ist ja, also dieses Heroes of the Storm ist ja im Prinzip nur, wir haben alles aus unseren Spielen genommen und sehr unpassend neu zusammengeworfen. Oder war das das andere? Ne, irgendeins davon ist ein ganz, ganz, ganz traurig, ganz schlimm. Aber, mein Gott, so ein Indie-Studio muss ja gucken, wo es bleibt, ne? Und wir einigen uns jetzt mal drauf, was wir Schönes spielen und dann sehen wir uns bei irgendeinem Modus wieder, wo wir Flo mal zeigen, wieso Overwatch richtig gespielt wird. So als Pros, die wir sind. Und er ist ja so das volle PvE-Fahrrad. Genau. Gut, bis gleich. Da wir eine wunderschöne neue Karte haben, die war auf dem Testserver und die ist so hübsch und so fancy und so neu und hat aber so Kackpunkte zum Einnehmen. Spielen wir jetzt mal Busan. Oder wie sagen sie das auf Englisch immer? Ich weiß nicht. I don't know. Ich glaube, das ist schon Busan. 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 Für mich ist es Busan. Und wieder ein Übungsgefecht, das hier ist schön. Der Wiese? Okay. Was nehmen wir denn das Schöne? Ich möchte gerne im Übungs... Ich weiß gar nicht, wie ich sein möchte. Ich möchte gar nicht mehr. Ich guck mal kurz in mein Zimmer. So schön. Ich komm mit, neue beste Freundin. Du hast den Beaver-Skin an. Sehr hübsch. Ich dachte mir, ich führe den mal kurz spazieren. Ja, den habe ich auch irgendwo in meiner Skinkiste liegen. Ich habe ihn noch nie benutzt, um ehrlich zu sein. Hier gibt's lecker Essen. Was war das? Hat da gerade jemand reingeschossen? Ich glaube, ja. Diese aggressiven Menschen. Ich glaube, da hat tatsächlich jemand einfach hier reingeballert. Ja, das ist aber nicht nett jetzt. Hier, was spiele ich denn Schönes? So. Ich nehme jetzt einfach mal das hier, weil ich eben ein Pony war. Okay. Für die bessere Verwirrtheit. Und Moki, was tun Sie? Das Diva. Schön. Versuchen, ob ich dich unterstützen kann. Ja, da muss jetzt Flo allerdings auch anständig tanken. Gut. Dann tanke ich mal ordentlich was. Ja. Tank mal ordentlich was. Ich habe noch ein halbes Fläschchen rum, dann fange ich mal an und wenn ich dann nachher lalle... Genau, dann ist es kein ist Heal mehr. Wartet, lasst mich. Er hat seinen breiten Arsch dahin gesetzt, obwohl ich ihn springen wollte. Geh weg. Könnt ihr jetzt applaudieren oder lachen? Ich lach dich mal aus. Ja, ich hab dich angeguckt und gelacht. Let's go! Also eigentlich ist das gerade voll gemeint. Ich wollte mich da hochstellen und selber und dann kommt er da mit seinem dicken deutschen Arsch
Weißt du? Und reißt es einfach an sich, weil... Oh Gott. Ein Genji. Wirklich? Echt jetzt? Ich hab mich schon gefragt, wo die Wurfsterne herkamen. Die mich da so liebevoll getrieben haben. Genji und Rotok sind da links. Upsala, da. Genji ist oben, rechts ist ein Hanswurst. Genji ist hinter uns vor allem und unten. Oh nein, nein, nein. Heilen. Gutes Hanso. Ich hab gerade eben verstanden, er hätte gesagt, touched by the dragon. Ah, da. Okay. Ich sehe Flo, aber ich gehe da nicht hin. Das Ganze knicken. Nee, nee, alles gut. Ich bin mit der Anna Banana hier. Das machen wir schon ganz gut. Banana, Anna likes his banana, her banana. Weißt schon, ich kann nicht sehen, das ist. Guck mal, da ist ein Schild. Wie sieht denn das aus? Sieht doch gut aus. Sieht super aus. Was ist das? Ach, das ist unser Hanso, okay. Ja, ja. Unser Hanso ist. Ich mag unseren Hanso sehr. Und das liegt nicht daran allein, dass er ein Hanso ist. Ich meine, das wirkt schon mit, aber. Aber es ist grundsätzlich. Nein, nein, Hanso, Hanso, nein, nein, nein. Das lasse ich nicht zu, das lasse ich nicht zu. So. Für Hanso begebe ich mich auch mal ins Kreuzfeuer. Okay. La 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 la. Okay, das. Da bist du, Widow. Gotcha, Hanso. Ihr kommt zurück, wenn es euch gut geht, ne? Ich meine, wir müssen ja irgendwie auf dem Punkt bleiben. Und der Hanso macht das gerade sehr schön, dass er hier auf dem Punkt rumhupft. Und ich ihn dabei ein bisschen booste, damit wir nicht alleine sind. Oh, ich sehe, du bist eine Baby-Diva. Das ist, jetzt bist du eine tote Diva. Irgendjemand muss ja die Video jagen. Oh. Ich komme wieder. Ist okay. Keine Frage. Cool. Hanso, lauf nicht weg. Ich komme dir nicht nach, Hanso. Na, ich bleib jetzt auf dem Punkt. Könnt ihr bitte jemand wieder auf den Punkt kommen, weil... Ja, ich bin auf dem Weg. Okay. Ich bin auch nur so schnell. Okay, okay. Nein, der Hanso ist wieder ein Stück runtergekommen. Das ist okay. Wenn jetzt gleich hat. Oh, das war schön. Hast du gerade den Hammer nach mir geworfen? Nö, er hat, glaube ich, auf den Boden gehauen. Ich habe einfach nur den Hammer runtergemacht. Es sah aus, als würdest du ihn mir auf den Kopf hauen wollen. Das war nicht nett. Jetzt lass mal's krache. Ich war der beste. Da! Beste schwäbische Dialekt ever. Eigentlich nicht. Das war eine Mischung aus Sächsisch und Schwäbisch. Das war definitiv nicht Schwäbisch. Schwächsig. Ganz klassisch Schwächsig. Schwächsig, genau. Hanso, sei doch nicht so gemein. Das ist ein schönes Zimmer gewesen, bevor du hier reingekommen bist. Guck mal, ich habe riesige Arme. Guck mal. Wow. Ja, du hast. Die sind Hammer. Sehr große, sehr flauschige Arme. Wo ist der Tank, hinter dessen Schild ich mich verstecken kann? Gib es nicht. Tank fällt aus wegen. Hey, Hanso! Du warst eben so gut immer in meiner Nähe, dass wir das jetzt einfach mal beibehalten. Nein, ich mein's ernsthaft, der ist gerade wirklich ganz brav auf dem Punkt geblieben und in meiner Nähe. Und hat mich darauf hingewiesen, wenn er Heilung brauchen könnte, wenn ich mal gerade nicht gesehen habe. Aber wir müssen jetzt mal runter, lieber Hanso. Als hätte es gerochen. Oh Gott. Nein, 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 nein. Jetzt bin ich tot. Wacker Facker hat mich getötet. Oder auch mit anderen Worten. Daddy hat sein kleines Mädchen. Oh, bitte, nein, 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 nein. Das machen wir nicht. Nein, 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 nein. Will ich nicht. Was denn? Nein, was denn? Nein, nein. Darf ich weggehen, Sora? Was? Oh, Sora wurde von einem Soulshot umgebracht und hat... Nein, Sora nein, ist das will ich auch nicht wiederholen. Das will ich nicht wiederholen. Sora ist gerade abgestürzt. Ich bin rückwärts gegangen, bin dann leider runtergefallen. Ich wollte... Die Diva ist gerade weggegangen. Da wollte ich unsere Anna heilen. Retten, Anna Banana. Retzen. Ja, aber leider... Ja, tut mir leid. Wenn du in meine Nähe kommst, dann... Da ist der... Mist.
Mist, 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 Mist. Dabei habe ich gerade so schön den Lucio vertrieben, weil ich einen auf Battle Mercy gemacht habe. An der Stelle stellt ihr euch bitte vor, dass ich an dieser wunderbaren Stelle epische Metal-Musik einblenden würde, was ich nicht tun werde, weil ich werde es vergessen haben, dass es überhaupt da war. Aber ihr stellt es euch jetzt bitte vor. Ja. So richtig harte, epische... Nicht dein Ernst, der lebt ja noch. Unglaublich. Der Flo kann es einfach nicht glauben. Lebe, mein Hamster. Ich lebe auch wieder. Ich bin tot. Von Wacker, Facker, wie... Warum? Ich habe dich gerecht. Was hat Daddy gegen mich? War ich nicht brav genug? Nein, nein. Du hast nicht brav. Genau, darum geht's. Ist blöd. So ist blöd. Hilfe, Heilung, bitte am Punkt. Irgendwer. Anna ist bei dir. Hilfe, Heilung ist gerade selber gestorben und muss gerade erstmal wieder gucken, wie sie... Macht nichts. Okay. Hilfe, Heilung könnt ihr jetzt ihre Ulti einsetzen. Ja, bitte. Au. Ah, Hilfe, Heilung, fliegt sie eine Bekloppte durch die Welt. Nein, 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 nein. Oh. Aimbot an und los. Ja, das war der dritte. Ich fühle mich, ich möchte mich hiermit ans Jugendamt wenden. Daddy misshandelt. Er schlägt mich immer. Daddy misshandelt. Nein, er schlägt mich nicht. Er schießt auf mich. Können wir bitte aufhören, sonst... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein. Nein, nein. Lucio, du... Ah. Immer diese... Der Lucio hat mich gepupst. Er hat mich angefasst, obwohl ich das nicht wollte. Also eigentlich hat er mich nicht angefasst. Er hat einen Luftstoß nach mir, aber... Aber ich wollte das nicht. Ich möchte das nicht. Du möchtest das nicht? Nein? Ja, ich möchte auf der Puppe jetzt bitte demonstrieren, wo genau er mich angefasst hat. Achtung, da ist ein Bastion, der euch... Und mich vor allem auch... Aua. Okay, da sind... Warum sagt mir keiner, dass da drei Selbstschussanlagen sind, wo ich mich verstecken will? Weil ich die gerade erst gesehen habe, leider. Ich habe sie gar nicht gesehen, denn ich war tot. Ich möchte mich hiermit, wie gesagt, ans Jugendamt wenden. Auf mich wurde geschossen und ein durchgeknallter Mann auf Rollerblades hat mich unsittlich angepupst. Und das ist ein doofer Punkt, wenn ich das mal so erwähnen darf. Ich habe mal auf Satan gewechselt. Es ist alles okay. Ich hab wieder meinen Tank, der ein Schild hat. Alles ist gut. Okay. Du hast mich schwer enttäuscht. Du hast eben keinen Tank und Schild gespielt, deswegen... Nur wegen dir haben wir eben gerade verloren. Nur wegen dir. Genau. Und weil du ein Kackbuhn bist, aber... Also, und natürlich gerade erst angefangen hast und du es nicht besser weißt, aber... Ich wollte gerade sagen, ja, der... Darf man den nicht vergessen? Du weißt es einfach, du kannst es nicht, du bist... Ich meine, hey, du hast dich hier... Oh, Vorsicht, da vorne. Wo steht denn der Reinhardt, der Bastion? Hat den jemand gesehen? Nein, schon mal? Nein, noch nicht. Wir haben nur Symmetra-Selbstschussanlagen gefunden. Und ich habe hier wieder Daddy, der mich wieder bestrafen möchte für Dinge, die ich gar nicht getan habe. Den Hausarrest habe ich nicht verdient. Nein, ich werde sterben. Das war eine blöde Idee. Ja. Da steht der Bastion. Gut zu wissen. Den habe ich nicht gesehen, bis ich gerade gestorben bin, weil ich... Siehst du, du bist schuld. Ja. Du bist schuld. Genau. Wenn du irgendwo gestorben bist, weißt du, wo ich dich hätte retzen können. Aber du musst ja da sterben, wo ich dich nicht retzen kann. Und mich damit selbst umbringe. Das ist unverantwortlich. Vollkommen unverantwortlich. Unser Sommer hat sich weggeportet. Also ich gerade. Aua, 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 Dinge, Dinge tun mir weh, Dinge tun mir weh, Dinge tun mir weh, Dinge tun mir weh. Ja, mir auch. Steht der Bestchen. Ich heile dich hinter Mucki. Nein! Vorsicht, nein, mach das. Mach's lieber. Wo hätte ich denn hin sollen? Es war ein Versuch. Zu der Sombra hinter dir vielleicht. Die habe ich nicht gesehen, erst als ich schon. Ich war kurzzeitig, war mein Bildschirm sehr ausgefüllt von dir. Ich weiß, ich bin so eine einnehmende Persönlichkeit. Ja. Und ich gebe zu, ich habe da manchmal so einen Tunnelblick. Kinder mögen mich, ich bin ein Pony. Ja.
Ah, ich kann dich nicht retten, weil ich es eben probiert habe schon. Na du. Oh, hab ich dich getötet. Hast du gut gemacht. Ich hab von hinten mit drauf geschossen. Oh Mann. Kann jemand die wegmachen? Oh, aua. Ich hab von hinten mit drauf geschossen, Muki. Ich dachte, wenn er gerade auf dich schießt. Na, ich hatte schon wieder. Oh, oh. Was ist denn jetzt? Ich hab doch eben gerade. Aua. Nein, nein, nein. Na, ich wurde schon wieder. Und Daddy, ich möchte weinen. Ich hab doch nichts getan. Ich hab doch nichts getan, ja. Ich tu doch keinem was. Ich tu doch keinem was. Ich heile doch nur. Außer ich hol grad die Pistole raus und dann schießt Bastion. Aber davon abgesehen heile ich doch nur. Ich will doch niemandem mein Leid. Sind das überhaupt noch Leute hier vor? Da drüben ist jemand. Mensch, ich hätte jetzt eine Ultimate richtig, richtig schön Schaden machen können. Und ist es? Der Bastion tot? Das finde ich voll gut. Hier sind hinten dran, Achtung, Achtung, die Dingsies. Dingsies? Selbstschussanlagen. Kriegst sie nicht weg. Ja, ich hab sie mit erschossen, ich hab sie mit erschossen. Ich bin so stolz auf mich. Ich werde nicht null Schaden gemacht haben, diese Runde. Sehr gut. Ich werde episch viel Schaden gemacht haben. Ihr werdet es sehen. Ich werde sozusagen Top-DPS sein. Ihr werdet sehen, Top-DPS. Top-DPS. Achtung, der Bastion stellt sich auf. Ich hab Angst. Das ist der Bastion. Ich höre ihn wiep machen, aber... Ist tot. Oh. Hat Satan gut gemacht. Du kleine chinesische Kartoffel, du. Ja, Moira, wenn du dich nicht wegsippst, wenn ich dich gerade anvisiere, kriegst du auch Heilung. Das ist... Das ist wirklich du Wichchen. Also, dass du dich nicht wegpuppeln darf. Danke. Bitteschön, ich trau mich nicht. Oh, ja, ich weiß, warum ich nicht zu unserer Sombra traue. Ein abgelegener dunkler Gang, eine tote Mitspielerin. Na, da geht man nicht hin als Heiler. Da ist ein Lucian. Ich hab mit drauf ihn drauf geschossen. Shit. Mal unsere Pharah wiedergeholt. Mist, ich bin tot. Das tut mir sehr, sehr leid. Ihr müsst das halten, hört ihr? Geht nicht, ich bin tot. Nein! Flo, wenn du stirbst, wer? Wer? Es war schon höchste Konzentration bei mir. Du musst den Punkt halten, bis wir da... Nee, nein! Krieg ich nicht hin. Flo ist schuld. Flo ist schuld. Flo ist schuld. Yep. Flo ist sowas von schuld. Wir werden uns jetzt gleich ausklinken. Ey, GZ! Wir werden uns jetzt gleich ausklinken, weil wir Flo jetzt eine Runde zur Sau machen. Ich gebe jetzt einfach mal unseren Teammitgliedern allen eine Zusammenspielanerkennung, weil ich die alle gut fand. Außer unserer Anna, die kriegt sogar eine Führungsrolle, weil ich das sehr gut fand, dass sie Heiler gespielt hat. Und ich muss ganz ehrlich sagen, unser Hanzo kriegt auch eine Führungsrolle, weil der so toll war. Und jetzt gebe ich ich gebe Muki den Daumen hoch. So, und jetzt klinke ich mich ganz kurz mal aus. Bis gleich. Best ever. Das ist jetzt schon in der Aufnahme drin. Richtig. Flo hat es eingesehen, wir haben ihn gerade eben zur Sau gemacht, deswegen auch das Geständnis, dass er schuld war. So muss das. Und weil Muki eben Player of the Game geworden ist, glaube ich ihr jetzt einfach mal das Heilen wieder. Hey! Ja, ist so. Was haben wir denn noch so? Tito. Jemand, der weggegangen ist. Sieht doch gut aus. Und Namen, Faka, die ich nicht lesen kann. Ich liebe es, wenn ich Namen nicht lesen kann. Wobei, Namen, die ich nicht lesen kann, finde ich gar nicht so schlimm. Ich finde es immer so anstrengend, wenn Leute etwas im Text, also im Chat schreiben, was ich nicht mal lesen kann. Das ist immer so ein bisschen so... Warum schießt...
Anna da auf die... Frag mich, woher diese Aggressionen immer kommen. Oh, ist das übrigens nicht süß hier mit den Sitzsäckchen? Ist das nicht niedlich? Und da natürlich steht bei Diva, bei ihrem rosa Sitzer, steht eine Nano-Cola und Instant Game. So. Das war wichtig. Musste da eben noch schnell ein Spray hinmachen. Das Ding haben wir nämlich vorher verloren. Da war kein Spray. Ganz definitiv genau das. Genau. Oh. So. Oh. Oh. Ja. Oh, aua. Aua! Irgendwas? Also eine Brigitte. Brigitte. Und ein Affe. Und ich bin tot. Von Muff eliminiert. Das ist Brigitte. Oder auch liebevoll Brigitte. Ganz liebevoll. Brigitte. Ach ja, schön. Siehst du, man sieht, es ist so ein kleines Indie-Spiel. Man sieht auch immer wieder dieselben. Gehst du bitte. Schade. Ich habe versucht, mich noch zu wehren. Man sieht immer wieder dieselben Mitspieler, oder? Ja, weil es einfach so wenige gibt. Ja, ja. Ich weiß nicht, wie viele werden das sein? 30? Ja, wobei, jetzt ist ja im aktuellen Humble Monthly drin. Jetzt könnten es ein Mühe mehr sein. Aber ich meine, Humble ist ja auch sowas, was keiner kennt und benutzt. Das muss man ja einfach so sehen, wie es ist. Humble ist... Gibt es zwar, aber... Widow, du blöde... Ach, Mann. Widow, du blöde Widow. Widow, du blöde Widow. Ja, genau. Die hat mir in den Kopf ge... Hat aber 3 Schüsse gebraucht. Wow, also... Das waren 2 Schüsse zu viel, liebste Widow. Mit einem wäre ich beeindruckt gewesen, bei 3 nicht so sehr. Ja, also das habe sogar ich schon geschafft, wenn ich versehentlich mal Widow war, dass ich nach... Ich musste unsere Diva einmal... Nein, nicht sterben! Nicht sterben! Mist. Nein, lass mich nicht allein, lass mich nicht allein. Das ist Hainu. Das ist 945. Ich bei mir darum. Da ist ein, oh Gott, wie viel sind das denn gerade hier? Wait for me. Okay, I wait for you, Zalik. Zalik. Das ist wer bei uns? Ach, das ist unsere Diva. Ich glaube, unsere Zaya. Nein, die Diva ist Zalik. Die Diva ist das. Das ist die, die ich da oben wiedergeholt habe, aber sie ist leider nicht in den Mech reingekommen wieder. Aber ich dachte, das ist ein Versuch wert, weil dein Schild nah genug dran war, dass ich dahinter stehen konnte und retzen. Irgendwas hat mir zwar Schaden gemacht, ich glaube, es waren Selbstschussanlagen. Oh, der Affe, der Affe. Okay, warte, ich hole mal unsere Anna wieder. So. Yep, gute Idee. Ja, ich habe nämlich gerade eben mit auf den Affen geschossen, damit wir nicht alle tot sein würden. Mhm. Und nein, Zalik, bleib doch da. Diva! Unsere Diva ist, wo ist unsere Diva? Oh nein, sie ist tot. Ich bin ja nicht hinterhergekommen, es tut mir so leid. Nein! Das tut mir leid. Why? So? May? Keine Ahnung. Ich hab. Ich verstehe es nicht. Ich weiß es auch nicht. Es tut mir übrigens leid, dass du eben gestorben bist. Ich glaube, er wollte es solo schreiben. Ah. Achso. Tot. Ich wollte Roland, das habe ich auch schon mal gelesen. Den Namen kenne ich auch schon. Nee, ich wollte dich eigentlich, aber ich hab diese Metro mit erschossen, aber leider hat mich dann von hinten irgendwas anderes umgebracht. Ja, das war die Selbstschussanlage von der Symmetra. Nein, das war ein Spieler. Okay. Das Weil ist, die hat sie gerade wieder verteilt. Das ist wunderschön. Jetzt hat uns jemand verlassen. Der Name war in unserem Team, der koreanische, den ich nicht lesen konnte. Hoffentlich ist uns Tonki eine bessere Ergänzung. Gucken wir mal, was macht Tonki denn? Ich weiß es nicht. Da. Was hat eigentlich Flo gerade gespielt? Flo, du darfst übrigens mit uns reden. Uns ist lieber, wenn du mit uns redest, als wenn du mit dem Chat sprichst. Ja, ich versuche nur gerade, den Headshot zu verpassen.
Achso. Gerade das versuchst ist natürlich... du gar nichts. Gerade versuchst du. Wait for team every fight. Ne? Also. Das ist manchmal aber schwierig, wenn dann plötzlich keiner mehr und die anderen den Punkt erobern können, weil wir nacheinander sterben, dann... Dann kannst du warten echt nicht... Vor allem, jetzt sind wir so schön verteilt. Soll ich jetzt hier bleiben? Warte, ich gehe mal ganz kurz zu den anderen, wenn ich sie irgendwie erwische. Toll, das habe ich nicht wegge... Ich komme wieder zu... Oh nein! Ach, das ist so, ja, das ist so blöd, wenn die, wenn die Leute an zwei verschiedenen Ecken verteilt sind. Ich weiß doch nicht, wo ich hin soll. Oh, 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 oh. Flo, okay. Flo, warte auf mich, Flo, warte auf mich. Hinter mir. Die Panik. Ja, die waren plötzlich zu zweit hinter mir. Das war nicht schön. Und ich bin trotzdem tot. Warte. Das Problem, ich meine, ich verstehe, was sie möchte. Aber ich, für meinen Teil, ich gehe immer davon aus, dass ich bei meinem Shield-Tank bleibe, hinter dem ich mich verstecken, wo ich heilen kann. Und wenn du dann halt in die eine Richtung gehst und sie in die andere Richtung geht, dann weiß ich nicht, hinter wem ich her soll. Und das ist ein bisschen anstrengend, weil ich dann theoretisch mich aufteilen müsste. Und dann passieren solche Dinge wie eben, dass ich gerade versuche, die einen da drüben zu heilen und am Leben zu halten. Und du dann in derselben Zeit stirbst. Also Moki, meine ich jetzt mit du. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Hast du das überlebt? Oh, oh. Ja, toll. Mist. Gibido! Ja, ich war gerade wieder an der anderen Ecke, weil ich... Ich meine, ich verstehe... Ja, ich habe immer das Gefühl, dass ich dann alles falsch mache. Und dass die Leute von mir erwarten, dass ich an drei Ecken da hinter dem. Und das ist so schwierig, weil das kann ich nicht. Und. Daddy. Ich möchte weinen. Das Schlimme ist, wenn ich Heiler spiele, dann möchte ich alle heilen und immer am Leben erhalten. Dass keiner ein Pflaster braucht und es allen gut geht. Jetzt bin ich schon wieder tot. Warum bin ich tot? Weil deine Selbstschussanlage direkt hinter uns stand und mich erwischt hat. Okay. Deswegen, liebe Menschen, die dieses Video sehen, brauche ich dringend einen Hanzo-Main, den ich heiraten kann, damit der Hanzo-Main mir dann solche Selbstschussanlagen vom Hals hält. Ja. Ja, ich habe immer noch keine Bewerbung gesehen, also. Nee, das ist so. Schon ein bisschen traurig. So, wer hat denn Player of the Game? Aha. Wofür? ich war, glaube ich, nicht daran. Ach doch, das eine, wo ich nicht um die Ecke gekommen bin, war das das? Nee, da war ich nicht dran beteiligt. Okay, gut. Und ich habe nichts zu diesem Player of the Game beigetragen. Bin ich ein bisschen stolz auf mich und ich. Okay. Ich gebe so mal. So stolz. Ich weiß gar nicht, wie mich das geben soll. Ich gebe es mal der. Da. Weil sie noch keinen Daumen hoch hatte. Und wir verabschieden uns und kommen gleich wieder, wenn wir wissen, was wir als nächstes machen. Yeah. Yay. Busan, schon wieder? Es hat uns so viel Spaß gemacht. Oh, es ist der Po. Ich dachte, wir sind wo. Jetzt möchte ich eigentlich doch gerne mal Diva sein. Diva! Diva! Ich probiere mal erstmal so, wenn du. Ich mach mal ein bisschen Musik. Was? Achso, du bist du Lucia? Nö. Ja, du kannst auf die Trommeln hauen. Wo bist du? Dann macht's Blonk, Blonk. Ich stand genau hinter dir. Da ich keinen Nahkampfangriff habe, kann ich das nicht. Vollkommen verwirrt. Oh. Ach ja, genau, Nahkampf, da wisst ihr was. V, genau. Ich habe keinen Nahkampfangriff mit Diva. Ja, aber ich kann das. Und dann macht das Pong. Okay, Pong. Falls uns in der Mitte jetzt Schilde fehlen sollten, dann switche ich um. Ansonsten versuche ich... Ui, da kam noch eine Führungsrolle reingeflauscht von wo auch immer. Ja. Wo sind sie denn, die... Herr Hamster! Ja, Herr Hamster! Das Heilung! Heilung! Ich finde dich nicht! Wo bist du? Ja, am Punkt! Immer am Punkt! Ja, da liegt er hier tot neben mir. Hier. Genau. Ja. Wenn von vorne ein Soldier mich eindeckt, muss ich halt aus dem Weg gehen. Der Soldier hat dich eingedeckt. Oder sterben. Mhm. Und wie? War nett. Okay, leider. War mal was anderes. Ja, da habe ich den Hanzo nicht töten können. Ich will mich nämlich nicht zu weit hier entfernen.
Ich möchte nicht irgendwo in der Hintertupfigen sterben. Genji. Oh, ich werde hier wieder durch die Gegend geschubst. Genji, weißt du, deswegen hat dich niemand gern. Genau dem Grund. Schubst. Schubsen tun sie mich. Au, au. Warum? Ich tue doch kein was. Nein, ich bin aus meinem. Und jetzt habe ich die falsche wieder belegt. Ich bin aus meinem Mech draußen, das ist ja nicht natürlich. Schön. Bläder, Hamsterbläder. Ich mach die Dinger weg, wenn ich rechtzeitig komme. Müsste eigentlich nur noch ein, zweimal treffen. Ja, ich habe den Hamster getötet. Also den Todesstoß habe ich ihm, glaube ich, verpasst. So. Und ich schieße mit auf Dinger, in der Hoffnung, dass ich dann ein bisschen schneller in meinen Mech wieder rein darf. Ich durfte rein, yay. Mein Mech ist mein wieder. Almon! Wolltest du gerade sagen, du bist on fire? Entschuldige, ich muss da mal. Das ist wieder so zwei doofe Eingedanke. Nein, der Hamster war's. Dankeschön. Aber ich habe genau nach meinem Nerf Diss habe ich ein anderes Nerf Diss gehört. No, aua, 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 aua. Mist. Wenn der Hamster nicht gewesen wäre. Und jetzt komme ich weg. Natürlich, er hat mich. Ich halte ihn auf, ich halte ihn auf. Ich komme auch wieder, keine Sorge. Er hat mich leider durch die Lücke erwischt. Genji, ignoriere mich nicht, wenn ich von hinten komme. Allgemein möchte ich nicht ignoriert werden, wenn ich hier gerade auf den Punkt renne. Geh weg. Geh weg. Möchtest du nicht ignorieren? Ja, ich bin aber fast tot, aber ich bin auf den Punkt vor, damit er hoffentlich ein bisschen angehalten wird. Aber ja, ich bin tot. Ich wollte aber drauf. Ich dachte, ich versuche, damit sie ihn nicht weiter einnehmen können, weil aber irgendwie geht das. Hat das nicht funktioniert. Ich habe ihre Zahl trotzdem weiter hochticken sehen. Das war ein Versuch mehr. Ich weiß, man soll nicht sterben. Ich weiß. Aber manchmal ist es ein legitimer Versuch. Hey, Hamster! Nein! Okay, ich bin wieder auf dem Punkt. Mal wieder. Ich komme leider gerade nicht zu dir wegen den Kötteln. Ich habe die Anna umgebracht. Oh doch, die hatten einen Nahkampfangriff. Den habe ich mir nur nicht auf V gelegt, weil ich V total unpraktisch finde. Und ich mich immer frage, welcher Mutant mit V gut angreifen kann. Ui, jetzt bist du aber weit weg. Ui, jetzt bist du aber weit weg. Oh no. Oh no. Spaghetti kommt. Bring dich bitte nicht um. Bring dich bitte nicht um. Ach, Mucki, bring dich bitte nicht um. Gut, der hätte mich auch so umgebracht. Ja. Wenn der mir im Rücken brüllt, dann. Wie war das? Wie konnte der in einer Stealth-Unit sein? Sein Dings braucht. Was weiß ich, wie viel Geschrei und so. Ich bin immer noch auf dem Punkt, Kinder. Ich bin immer noch auf dem Punkt. Das wäre voll. Echt Schock. Ich habe einen umgebracht mit meiner Ult, aber leider bin ich jetzt selber geschnitzelt. Sakrament. Oh Gott, ich bin wieder in meinem Mech. Das ist so schön. Das Gefühl, wieder ein bisschen wieder Blech um sich zu haben, ist so schön. Ja, aber dann. Und jetzt ist es schon wieder weg. Das war ein kurzes Vergnügen. Ich bin tot. Aber ich habe es durchgehalten. Ja, ich habe sehr, sehr lange durchgehalten. Lob mich bitte hiermit dafür. Das hast du schön gemacht. Dankeschön. Ich brauche das manchmal. Aber ich habe mich gerade wirklich, ich habe das Gefühl, ich habe mich gerade lange gehalten auf dem Job. Ich habe sogar mit meiner Ult, ich habe meine Ult gemacht, weil ich wollte nicht sterben und damit habe ich sogar eine Person umgebracht. Aber das ist hier echt unpraktisch, weil du so schnell weg kannst von dem, also du kannst dich halt so schnell verstecken hier. Ihr seid doch nie in der Nähe, geht doch einfach weg. Ja, Gott sei Dank. Arme Tito. Au. Da war sie hinter der Wand. Wann der jetzt so sorti und hat noch auf mich geschossen? Yay! Erster Punkt! We did it! Yay! Das haben wir vorhin auch schon einmal geschafft. Yay, yay, yay! Psst! Diesmal schafft es richtig. Yay! Yay, 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 yay! Yay, yay, yay! Wer das Pokémon errät, bekommt einen virtuellen Keks. Sieh dir alle meine Pokale an.
Wundervoll. Ich wünschte, ich könnte sie einschmelzen und daraus mal Mechs machen. Jetzt kannst du Pferd spielen, wenn du willst. Pferd? Nein, ich will jetzt die Eva bleiben. Okay. Dann? Wieso bist du jetzt nicht mehr Schild? Ja. Warum? Weil ich versuchen will, die Leute zu buben. Warum? Cause of fun. Warum das hier geht? Warum? So. Die Moira haben sie schon mal gehabt. Die hatte keinen Spaß mit Muff und... Oh, Muff, die war vorher gegen uns. Richtig? Das ist doch die... Mhm, Tito auch. Das gleicht sich alles wieder aus. Karma und so. Hey, du Hamster. Oh, da oben. Warte mal kurz. Mist. Nein, ich bin eingefroren, sonst wäre ich da hochgekommen. Das ist ja nice. Eine May im Pyjama. Oh oh. Oh oh. Kannst du ein bisschen. Was denn? Ah, nein. Da war. Ich habe den Soldier ein bisschen gejagt und dann waren plötzlich ein paar viele Leute da. Das war irgendwie schmerzhaft. Komm schon. Hier ist eine Braghetti. Ja, die Braghetti hat mich letztlich auch umgebracht. Was mich jetzt auch nicht sonderlich wundert, das ist ja ihr Job nicht, unter anderem zu ärgern, aber. Natürlich, natürlich. Deswegen mag ich sie auch nicht. Also, ich möchte es auch nochmal betonen, wenn ich was gegen den Charakter habe, ist es immer nur gegen den Charakter, weil mir in dem Moment auf die Nerven geht, was in der Regel heißt, dass er gerade gut ist, weil er mich die ganze Zeit tötet und seinen Job richtig macht. Eigentlich ist das ein Kompliment, wenn ich sage, ich hasse jemanden. Zappel nicht so, Widow, dann heile ich dich auch. Oh nein, nicht schon wieder die... Nein, vergiss es. Sehe ich nicht. Jetzt, natürlich bin ich direkt in die Ult von der blöden Mai. Eine Schweigeminute für meine eigene Dummheit. Oh Gott. Ja, Schweigeminute gleich für meine Dummheit mit dazu. Ich dachte, ihr wärt dann noch unten irgendwie. Nee. Nö, darum habe ich ja gesagt, ich bin tot. Ja, aber du bist ja nicht das ganze Team. Ich dachte, da wäre noch... Ich hab gedacht, ich hätte da noch jemanden gesehen in meiner Farbe, aber irgendwie... Manchmal bilde ich mir das ein. Ich weiß auch nicht, warum. Und da kommt der Hamster wieder. Die da hochgehen. So, Brigitte ist down. Von denen. Ich glaube, das hat nicht ganz geklappt mit dem Wiederbeleben. Nee, das hat's nicht. Wurde weggeschubst. Oh oh. Ja, ein bisschen zurückziehen, sonst bin ich sofort wieder tot, weil da unten schon wieder irgendwie zu wenige von uns und zu viele von denen sind. Und diese Hamsterkötteln sind gerade halt einfach nur so im Weg. Ja. Nein, ich bin eingefroren. Mein kleines Mistvieh. Brigitte, du kleines Mistvieh. Dein Ernst? Gehst du bitte weg von mir? Gehst du blöde Kuh bitte einfach weg von mir? Nein. Das gibt keine Kekse, Braghetti. Nein, keinen einzigen. Du kriegst nicht mal so einen ekligen, gammeligen, alten... Magst du gleich einfach nochmal deine Ult an den Punkt hauen? Ich? Ja. Ja, jetzt ist ja auch... Ja, kann ich. Moment, ich muss nur runterkommen einmal. Und sie hat mich schon wieder... mit ihrer... Nein, das blöde Pony hat überlebt und ganz viele andere auch. Oh nein, der Hamster! Wie oft kann der eigentlich kacken? Was füttern die dem? Ganz böse Sachen, glaube ich. Ich frage mich, warum ich jedes Mal, ich habe das Gefühl, jedes Mal, wenn ich an diesen Punkt komme. Liegender Köttel. Ja. Nee, nicht liegender Köttel, dann friert mich die May ein. Dann hat die gerade ihre Ult. Das auch. Die hops genau rein, weil ich zu irgendjemandem geflogen bin. Oh, keine Köttel mehr. Jetzt, ab jetzt ist der Hamster auf Diät. Ab heute wird zurückgeköttelt. Oh Gott. Die Vorstellung, weißt du? Hamster hinter uns. Ja, ich schieß da schon drauf. Die Vorstellung. Ich habe es gerade die Vorstellung, weißt du, dass
dass Mercy über ihn drüber fliegt und dann wie so eine Taube einmal runterkackt mit dem Satz, ab heute wird zurückgeköttelt. Oh Gott. Ich höre doch schon wieder eine Bracketti, die mir ins Kreuz haut. Und ein Hamster, aua. Ja, die Bracketti müsste aber, glaube ich, tot sein, oder? Nö. Sie war diejenige, die mich getötet hat. Also vielleicht hast du sie danach gekillt. Ja, ich hab ihr eigentlich einen Rücken geschossen, aber... ich bin alleine auf... Bin ich alleine auf dem Punkt? Ja. Cool, ich habe übrigens keinen Mech mehr, das heißt, ich bin jetzt tot. Es wäre so cool, wenn irgendjemand da gewesen wäre. Dankeschön. Oh nee, nein! Mist. Keine Chance. Mist, 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 Mist. Wenn das Ding Mist, noch ein bisschen Mist, länger Mist, oben geblieben wäre, vielleicht Mist, dann. Mist, 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 Mist. Nein, nicht Naptime! Da kam da Anna und hat mich gebitch-slapped. Ja, und ich bin schon wieder, weil ich auf den Punkt gerusht bin, in der Hoffnung, dass, aber irgendwie war da auch schon wieder keiner. Kann man diese Hamsterkugeln eigentlich? Ja, die kann man auch wegschießen. Mhm. Nächstes Mal bin ich wieder ein Tank. Wir brauchen ein Schild. Flo. Ja, ist ja okay. Meins. Ey. Ey! Das ist ja doch eine Kacke. So, ich mag euch nicht. Den magst du nicht? Was, wir alle brauchen ein Schild, hier. Sagst du? Ja. Ihr müsst zugeben, ein Schild wäre bei dem Hamster gerade eben echt praktisch gewesen bei den vielen Kötteln. Oh. Was sagst du, warum wir mit dir spielen, Flo? Du bist sozusagen das Spiel. Also das Schild. Was? Wir spielen der doch. Der Köttelhamster ist schon wieder da. Ja, deswegen bist du ja auch. Musst du ja das Schild sein, weil du bist sozusagen der Köttelmann. Du bist der Köttelmann. Mai. Also manchmal ehrlich. Ah. Hinter dir. Aua. Du spät. War eingeschläfert. Böse Mami. Nicht die Mama. Ah. Mai. Manchmal, du hast einfach übers Knie gelegt, du kleines Monster. Satan. Ja, Satan. Aber schlimmer. Ich hatte schon wieder eine. Ein Sniper erwischt. Jetzt sind wir wieder zurück im Alten. Mist, ich bin tot. Ich verfalle in alte Muster. Sniper erwischen? Nein, das tun wir nicht. Das wollen wir nicht. So, jetzt könnte ich einfach hier im Spawn bleiben und ein bisschen singen. Das würde mir voll gefallen, aber... Nein, nicht schon wieder. Blöde, mei, blöde. Ich bin auf dem Punkt. Fast. Ja, ich habe die Orisa nicht getötet. Oder allein, ich weiß es nicht. Ist überhaupt noch jemand außer mir gewesen? Das müsst ihr mir ernsthaft sagen, ich weiß nicht. Nein, 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 ich möchte das nicht. Ich möchte das nicht. Ich möchte das nicht. Ich möchte das. Au. Wissen die nicht, dass nein, nein bedeutet, wenn ich sage, ich möchte das nicht, dass das heißt, dass sie aufhören sollen? Warum hat der Hamster mich gebissen? Der hat bestimmt Tollwut. Oh. So ein Kack. War der Hamster einfach hinter mir, die Sau? Ja, bei mir war er vor mir und überall. Und dann war da noch eine Brigetti und... Oh Gott. Nein, nein, ich möchte... Oh, immer bin ich eingefroren, das ist doch nicht wahr. Ich möchte das nicht. Aua. Die hat mir ihren Schlägel gegen die Schläfe gehauen. Das war ein Mordanschlag. Ich hab meine Ult. Ich gehe da jetzt rein und dann macht's bum bum. Die werden sich alle irgendwo hin flüchten und ich werde niemanden damit erwischen, aber ich werde es zumindest versucht haben.
Ja. Nein, warum? Es ist so ätzend mit Mais-Ding und dem und Orisa. Es ist dann so deprimierend, diese Ult zu zünden. Oh, ich hasse sie. Ganz ehrlich, ich hab... Heute habe ich was gegen Mai, aber sowas von intensiv. Mhm. Und das tut mir jetzt auch nicht leid, das zu sagen, dass sie eine blöde Kuh ist. Jedes Mal, wenn ich auf diesen so, Punkt komme, jedes Mal, wenn ich auf diesen Punkt komme, werde ich... Eingefroren? Please, ja, sorry. Ja, eingefroren. Was? Please, sorry? Was? Please, sorry? Please, sorry? Bitte, was? Sorry? Wer? Wo? Was? Hä? Ich muss es nicht verstehen. Ich auch nicht. Alles ist gut. Ich glaube, das entzog sich unseres Wissens. So ein bisschen, ja. Ja, ja. Okay, wir suchen uns jetzt einen sehr entspannten Spielmodus. Ja, wer ist mit Spiel gegen die KI leicht? Replay oder so. Oh, da habe ich mir... Oh, nein. Ja, hab ich gut gemacht. Ich habe mal kurz den Daumen, also hoch und so. Ich beende mal, bevor ich mich noch mehr blamiere. Tschüss. Sora hat so viel Angst davor, diesen... Was? Da war ja nichts, aber... Nee. Wie immer falsch, um das zu gehen.